Hallo zusammen. Wenn Sie an Atherosklerose, hohem Cholesterinspiegel oder Blutgerinnsel leiden, kann dieses Video für Sie nützlich sein. Heute sprechen wir über Natokinase. Bei welchen Erkrankungen sollten Sie dieses Heilmittel einnehmen? Erstens hoher Blutdruck. Natokinase verbessert die Elastizität der Gefäße und normalisiert den Blutdruck. Zweitens Atherosklerose. Das Mittel verhindert die Bildung von atherosklerotischen Plaques und senkt den Cholesterinspiegel. Es ist ein guter Ersatz für Statine. Drittens Thrombose. Natokinase baut das Fibrin ab, das Blutgerinnsel bildet. Es beugt Krampfadern vor. Natokinase stimuliert auch die Plasminproduktion. Bei ausreichendem Plasminspiegel bilden sich keine Gerinnsel. Natokinase verbessert die Fettverbrennung, weil es den Stoffwechsel beschleunigt. Wie kann man die richtige Natokinase auswählen? In der Beschreibung habe ich einen Link zu diesem besten Variant für Natokinase angegeben. Wenn Sie das Medikament selbst auswählen wollen, sollten Sie vorsichtig sein. Natokinase wird in FU und nicht in Milligramm dosiert. Beginnen Sie mit 5000 FU pro Tag. Trinken Sie 3 Tage lang. Wenn die Natokinase gut absorbiert wird, verdoppeln Sie die Dosierung. Nehmen Sie 2 Tage. Wenn alles in Ordnung ist, erhöhen Sie die Dosierung auf 20.000 FU pro Tag, zweimal pro Tag. Nehmen Sie es 30 Minuten vor oder eine Stunde nach einer Mahlzeit ein. Seien Sie gesund!